Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lesme. Heute zeige ich euch dieses Make-up für Silvester. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass es für euch eine coole Inspiration ist. Ich habe mich beim Schminken so in den Look verliebt. Ich habe mich in diese Lidschatten, ist es ja eigentlich nicht, werdet ihr gleich sehen, was es ist. Ich habe mich so verliebt. Ich finde, das sieht so hammer aus und perfekt für Silvester, wirklich. Weil die Augen sind zwar bebam, wegen dem Glitzer, aber wir haben gar keine Farbe drin, also es ist nicht zu dunkel, es ist trotzdem super auffällig, die Lippen sind schön nude. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner, auffälliger, festlicher Look, sehr besonders, glaubt mir, eure Augen werden ein Hingucker werden, bis in einem Kilometer wird man dieses Glitzer sehen. Ich zeige euch, wie ich das aufgetragen habe, wie das euch den ganzen Abend halten wird. Auch die Haare habe ich gerade gefilmt, die zeige ich euch aber morgen. Also wenn ihr die Frisur dazu sehen möchtet, dann schaltet unbedingt morgen nochmal ein. Dann legen wir los mit dem Look und ich freue mich schon so auf eure Kommentare. Ich hoffe, dass euch der Look auch gefällt. Ja, die Base mache ich eigentlich so wie immer. Ich benutze einen Primer. Heute benutze ich einen von Pixi Makeup Mixing Mist mit Rose Water and Green Tea. Sprühe ich mir erstmal auf mein Gesicht, damit meine Foundation besser drüber geht. Und als Foundation benutze ich meine derzeit allerliebste, und zwar Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation von L'Oreal. Davon gebe ich mir 2 Pumpspöße auf meine Fingerspitze, verteile es auf meinem Gesicht und verblende es anschließend mit meinem Pinsel. Und die Foundation gefällt mir wirklich unheimlich gut. Ich finde, die Farbe schaut richtig gut aus. Die passt richtig gut, lässt sich so schön leicht verblenden und sieht super natürlich aus auf der Haut, also richtig fresh. Ich werde erstmal noch auf meine Lippen eine Pflege auftragen, weil, you know, alles wie immer. Supreme Lippenbalsam mit Propolis und Bienenwachs. Und als Concealer habe ich den MAC Pro Longwear Concealer ausgesucht. Ausgewählt in der Farbe NC15, weil er super deckend ist und da viel rauskommt, werde ich das erstmal auf meinen Handrücken aufgeben, um den dann so ein bisschen zu dosieren zu können, sozusagen. Oh Gott. Das ist hell. Naja, ich hoffe, dass es beim Verblenden besser wird. So, und dann setze ich die Partie unter dem Auge mit meinem geliebten Puder von Laura Mercier. Und vielleicht wird es damit auch ein bisschen besser. Ich hätte erst die Augen machen sollen und dann die Base. Weil wenn jetzt etwas Glitzer runterfällt, habe ich das hier überall drauf. Naja, schauen wir mal. Danach werde ich mein Gesicht bronzen, blushen und highlighten. Nutze ich meine Palette von IT Cosmetics. Your Most Beautiful You. Habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Und hier sind solche Farben drin. Ich benutze den Bronzer und den Blush aus dieser Palette. Und als Highlighter benutze ich die Palette von Anastasia Beverly Hills. Und zwar Dream Glow Kit. Habe ich schon lange nicht mehr benutzt, aber für meinen crazy Look heute passt es ganz gut. Hier sind solche verschiedene Farben. Ich entscheide mich für die Farbe Magic. Das ist so ein grünlicherer Ton, würde ich mal sagen. Ist natürlich nicht grün auf der Wange, aber schimmert. Ziemlich schön rosé, würde ich sagen. Und man sieht eigentlich auch ganz gut die Glitzerpartikel, aber ich muss sagen, in dem Fall, für meinen auffälligeren Look, ist es total okay und passt auch richtig gut. Okay, und um Blush und Bronzer so ein bisschen zu verbinden, benutze ich nochmal den Blush aus der Palette. Und dann zwischendurch gebe ich nochmal das Setting Spray drauf von Pixi, was ich zu Anfang benutzt habe, um das so ein bisschen zu setten und festzuhalten. So, und nun zu den Augenbrauen. Hier benutze ich immer noch und für immer überhaupt die Maybelline Tattoo Brow Pomade in der Farbe Light Blond. Yes. Sieht man? Wo sieht man es nicht? Zeig mal, man sieht es nicht, aber zeig mal. Leute, nur deswegen schaffe ich Olesmus. Wegen Snipes. Wegen Hashtag dir. Werbung. Wegen dir. Danke, Schatz. Ja. Danke, Schatz. Leute, wie lieb ist das? Während Olesmus hat er immer gekocht und aufgeräumt und gesagt, dass er stolz auf mich ist. Lieb, oder? Und um das Ganze festzuhalten, werde ich noch ein Augenbrauen-Gel auftragen, und zwar von Benefit Gimme Brow. Jetzt legen wir los mit dem ganzen Glitzer, endlich. Ich habe hier einen Primer
für Glitzer. Und zwar ist der von NYX Glitter Primer. Der schaut so aus. Und den werde ich als allererstes auf meinem beweglichen Augenlid auftragen. Also ich werde keine Übergangsfarbe auftragen, weil sonst würde sich das jetzt alles nur hin und her schmieren. Und ich bin ganz crazy und ich möchte das Glitzer, das lose Glitzer, auf dem ganzen beweglichen Augenlid auftragen. Ich kann es nicht lassen. Ich habe das irgendwo gesehen auf irgendeinem Bild, habe mir gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das? Das ist perfekt für Silvester. Also bis zur Lidfalte trage ich das auf. Und danach gehe ich in das Glitzer. Und ich habe mir hier ein Pigment gefunden, auch von NYX. Glitter Brilliance, und zwar in der Farbe GLI 06. Das klebt ganz schön. Also, das wird was. Ich habe Angst, mir alles runterfällt. Ich halte mal das da drunter zur Sicherheit. Oh yeah. Oh my God. Yes. Crazy. Leute, das hält bombenfest. Da fällt gar nichts runter. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Ich hoffe, dieses Glitzer kommt rüber. Mein Traum wird wahr. Freunde, das ist Silvester. Oh mein Gott. Are you kidding me? Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr. Das ist gerade wirklich so geil. Also dieser Primer ist wirklich der Oberhammer. Der klebt mega gut. Also wie ihr seht, ich habe hier super viel drauf, aber es fällt nicht runter. Das, was hier glitzert, sind vielleicht zwei kleine Mini-Partikel. Der Rest ist eigentlich nur der Highlighter, den ich vorher aufgetragen habe. Und der Primer, wenn man zu oft, also wenn man zu lange den verblendet, sage ich mal, dann tut es richtig weh, weil die Haut richtig mit dem Finger mitgeht. Also das klebt ordentlich. Gott, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß das gerade auch macht. Oh mein Gott, I love it. Wie oft will ich das noch sagen? Das ist so geil. Ich hoffe, das kommt wirklich rüber. Wie hammergeil das glitzert. Ich werde dieses Glitzer bis nach oben hin verblenden. Also unter der Augenbraue lasse ich natürlich frei, aber hier so, ne? Oh mein Gott, ich freue mich so. Und ich ziehe natürlich einen schönen, dicken, langen Eyeliner. Und dann kleben wir uns Wimpern auf und ich schminke mich nie wieder ab. Und den Eyeliner, den tupfe ich so richtig drauf. Also ich ziehe nicht, weil ich Angst habe, dass ich sonst zu viel Glitzer vielleicht abnehme oder das, was mitgeht. Deswegen drücke ich das so drauf. Verhunzt. Nein! Please, no. So, Delle, dann machen wir jetzt erstmal eine Mascara drauf. Und zwar Superhero Mascara von It Cosmetics. Und vorher biege ich meine Wimpern. Und so schaut das aus mit Mascara. Ich klebe mir Wimpern auf. Ich habe jetzt gerade schon wieder überlegt, vielleicht doch nicht. Aber doch, dieses Mal klebe ich sie auf jeden Fall auf. Und ich habe mir ausgesucht, welche von Adele. Und zwar die Demi, die 120 Demi Lashes. Ein paar habe ich schon aufgebraucht oder die sind irgendwo. Und die klebe ich auf mit Hilfe von meinem Lieblingswimpernkleber. Und zwar Strip Lash Enhancer mit Aloe Vera. Und Leute, falls jemand sagt, oh, das ist mir zu viel. Wenn ihr auf eine Party geht, es ist Silvester. Einmal im Jahr ist das nicht zu viel. Dann geht es weiter mit den Lippen. Und für die Lippen habe ich gedacht, so ein richtig dunkler Lippenstift würde so gut aussehen. Oder ein roter, aber um es ein bisschen ruhiger zu halten und den Fokus wirklich auf den Augen zu belassen, werde ich eine nude Kombi auftragen, die ich liebe. Die werdet ihr auch lieben. Und zwar einmal Pillow Talk von Charlotte Tilbury und darüber Groovy von Bare Minerals. Leute, einer der allerbesten Glosse ever. Wie findet ihr die Lippen-Kombo? I love it. Also ich kann euch diesen Lipgloss sowieso total empfehlen. Den könnt ihr über jeden knalligen Lippenstift auftragen. Und dann wird die Lippe so ein bisschen cremiger. Alleine ist er vielleicht ein bisschen zu hell, obwohl kommt natürlich ganz auf euren Hautton an. Aber in Kombination mit Pillow Talk, I love it so much. An alle Nude-Lippen-Liebhaber,
Ihr werdet es lieben, weil der Gloss auch super pflegend ist und der riecht so angenehm und oh mein Gott, ich liebe den. Ich hoffe sehr, dass euch der Look gefällt und dass ihr ihn auch nachmachen könnt. Ich hoffe auch, dass euch der Tipp mit dem einfach nur Glitter, Primer und einem Pigment auch gefallen hat. Und es ist auch eigentlich ziemlich einfach zum Nachmachen, außer der Wing, vielleicht wird da nicht jedem gelingen, aber... Ich glaube, auch ohne Wing, einfach mit aufgeklebten Wimpern, könnte das auch schon cool sein. Wenn ihr das nachmacht, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir ein Foto schickt auf Instagram. Übrigens hier Instagram, Olesias Welt heiße ich dort. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort auch folgt. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich sehr auf euer Feedback. Und falls ihr die Frisur sehen möchtet dazu, dann schaltet morgen wieder ein. Und ja, freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüssi.